Der Produktetest heute hier live im Stream startet mit Snickers Almond. Oh yeah, Snickers mit Mandeln oder so Stuff. Schauen wir mal rein, probieren wir das Ganze mal. Heute mit dem Wikinger-Captain. Yo ho ho, ey. Viking Jack. Genau. Er sagt hier, ich lese mal einfach vor: Mandeln, Karamell, Nougat, Milch und Schokolade. Habe ich hinten auch noch drauf. Das übersetzt natürlich: Schokoriegel mit Karamell, Mandeln, Zutat, Milchschokolade, bla 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 bla. Okay, let's give it a try. Bum 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 bum. Ich erlaube mir mal kurz vielleicht einen Spaß. Oder auch nicht. So, yeah. Öffne, öffne doch. Mach auf. Open up. Schön gekühlt natürlich. Frisch aus dem Kühlschrank geholt. Habe keine Rechte. Was wird keine Rechte? Ihr habt doch alle die gleichen Rechte. Wir leben in einem freien, demokratischen Land. Er sieht aus wie jeder andere Snickers-Schokoriegel auch bisher. Jetzt wurde das. Und ja, beiß mir mal so ein genüssliches Stück davon ab. Snickers mit Mandeln. Oh yeah. Okay. Es schmeckt ungewohnt. Es schmeckt echt und es schmeckt nicht schlecht. Aber es ist halt gröber einfach. Es sieht aus wie jedes andere Snicker auch von innen. Es ist härter. Die Mandeln sind halt härter da drin. Wie das, was sonst in. Wie das, was sonst eben im Snickers drin ist. Aber es ist nicht schlecht. Geschmacklich. Okay, aber es ist ziemlich fest. Ja, ist nicht schlecht. Ist okay. Ist echt gut. Snickers Mandeln. Verrücktes Ding.